In den letzten 30 bis 40 Jahren hat sich unsere Vorstellung von Arbeit drastisch verändert. Okay, let's start the meeting. I think we need to define our corporate culture. Our whole corporate culture is that we don't have a corporate culture. That's totally ridiculous, Guilfoyle. The main reason dogs are perceived to have a more keen sense of smell is because their noses are closer to the ground. Therefore, with a little practice, I could easily have as keen a sense of smell as dogs. Guys, I guess you didn't see the sign. We're actually having a meeting here. Congratulations. It's sort of for management only. Are you fucking serious right now? Are you really kicking us out? Well, I thought maybe you guys could just take your food into the living room. So you want to have a meeting in the room where all the food is while we eat our food in the room where all the computers are? Guys, just 5 minutes, please. My father started working at the ship's... Mein Vater fing mit etwa 15 Jahren an, auf einer Werft zu arbeiten und blieb dort bis zur Rente. Until he retired. Arbeit und Freizeit waren damals streng getrennte Bereiche. Er fragte sich nicht, hat meine Arbeit einen Sinn? Oder ist das meine Bestimmung auf Erden? Doch heutzutage hat sich dieses Denken um 180 Grad gedreht. Aimes ce que tu fais, ton entreprise sera ravie. I think that the people we work with. Heute sollen die Kollegen gute Freunde sein und die Arbeit dient in erster Linie der Selbstverwirklichung. Der Übergang zwischen Arbeit und Freizeit ist mittlerweile so fließend, dass wir oft nicht wissen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Et moi je l'assume. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Et mon entreprise. C'est mon boulot, c'est ma passion. Moi travailler, ça me fait pas peur, c'est du bonheur. Picture the greatest amusement park you've ever been to as a kid. Now imagine a place nothing like it and a million times better. That's where we are. Unternehmen der digitalen Zukunft wie Google oder Facebook konzipieren Bürolandschaften, in denen man sich ständig aufhalten kann, ohne etwas zu vermissen. Dank Einkaufsmeilen, Wohnungen und Freizeitangeboten. Das Traumbüro der Konzerne ist ein Riesengewächshaus, in dem die Mitarbeiter aufblühen. Bei der heutigen Vorstellung von Arbeit spielt die Idee des Individuums eine entscheidende Rolle. Denn das Individuum ist ein Wesen, das auf die Erde kam, um sich selbst zu finden. Erst mit ihm wurde Selbstverwirklichung zu einer essentiellen Beschäftigung. I've got one or two things to say. Tell us one of them. Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourselves. You're all individuals. Yes, we're all individuals. You're all different. Yes, we are all different. I'm not. Es ist zur Lebensaufgabe geworden, den richtigen Job zu finden. Den perfekten Job. Wir sind nahezu besessen davon. Wir suchen den Job mit der totalen Erfüllung. Was ist das?
In den meisten Gesellschaften gibt es eine klare Vorstellung davon, was Arbeit ist. Und wer davon abweicht, wird ausgegrenzt. Würdest du das gern als Fulltime-Job machen? Montags bis freitags, von 8 bis 5? Da sitzen und lächeln? Ja. Liebend gerne. Das wäre mein Traum. Dies ist kein Auftritt eines New Yorker Performance-Künstlers, sondern der Alltag von Benjamin Bennett auf seiner Farm bei Columbus, Ohio. Seit Juli 2014 verbringt der 30-Jährige, der als Toningenieur bei einem lokalen Radiosender arbeitet, seine komplette Freizeit mit Sitting and Smiling. Bei diesem Projekt sitzt er bis zu 4 Stunden am Stück im Schneidersitz auf dem Boden und lächelt. Das Ganze stellt er als Livestream ins Internet, damit die Nutzer direkt darauf reagieren können. Aber wozu soll das gut sein, Ben? Wenn ich 4 Stunden da sitze und lächle, denke ich nicht mehr an meine Geldsorgen. Dann ist es mir auch egal, was die Leute von mir halten. Und ich vergesse meine Ängste oder Beziehungsprobleme. Ich sitze einfach nur da und lächle. Sitting and Smiling summiert sich inzwischen auf 67 Videos und 268 Stunden harte Arbeit. Und dafür erntet Ben im Netz viel Bewunderung. Und auch wenn es kaum zu glauben ist, er hatte sogar schon einen Arbeitsunfall. Letzten November bricht ein Unbekannter mitten in einer Sitzung Benjamins Haustür auf. Ich hatte keine Angst und wusste instinktiv, wenn ich nicht reagiere, passiert mir nichts. Der König des Zen gönnt sich keinen Feierabend. Wenn er nicht gerade vor der Webcam meditiert, bearbeitet Benjamin Töpfe, Stühle und Messer für sein Musikprojekt. Und was hält dich noch davon ab, beim Radio zu kündigen? Naja, wenn ich mehr Spenden bekäme, könnte ich meinen Job beim Radio reduzieren und noch mehr sitzen und lächeln. Mal ganz unter uns, wie viel hast du damit schon eingenommen? Alles in allem $124. Okay.